Einen wunderschönen Sonntagabend und herzlich willkommen zur 249. Folge der Honigwabe und damit auch willkommen an meinen friedliebenden Co-Host Kasper. Yo, Lavendelwasser, Leute. Hast du schon mitbekommen, dass Oetke sich schon wieder ein Ding geleistet hat? Nee, null. Der hat gesagt... Brandige Glieder? Ich find's gerade nicht. Nee, schlimmer. Diesmal hat er gesagt, sowas ähnliches wie stürmische Zeiten kommen auf uns zu oder irgendwie so scheiße. Ich find's gerade nicht. Das ist so ärgerlich. Da gab's sogar einen Artikel zu und der Andreas Kemper ist ja einer der Vorkämpfer der Lobotomierten. Mhm. Der hat dazu auch einen umfassenden Tweet gepostet. Ich finde beides gerade nicht. Jedenfalls ganz, ganz schlimm. Ganz schlimmes neues Ding. Ich hab's. Aha. Die Zeichen stehen auf Sturmschlauer. In einer Rede. Tja. Ja. Ja, also ich glaube, damit ist der Punkt gekommen, wo man sich distanzieren muss. Hier haben wir mal ein Bild von Kemper, nur so als Kontext. Das ging auf Twitter nochmal rum mit, ich glaube, irgendwie über 1000 Likes oder so. Warte, ich habe den Tweet hier gerade vor mir. 500 irgendwas Likes. Ich suche meinen Vater erneut. Er ist obdachlos und lebt in Münster. Seit einigen Tagen hält er sich nicht an seinen üblichen Plätzen auf. Ja, ein Bild, das man riechen kann. Ne? Tja. In Berlin waren am vergangenen Mittwoch die Geisteskranken los, was ja an und für sich erstmal nicht sonderlich beeindruckend oder erwähnenswert wäre, denn in Berlin sind immer die Geisteskranken los, aber am 1. Mai zur revolutionären 1. Mai-Demo in einer größeren Geisteskrankheits- und Enthemmtheitskonzentration. Und in dieser zogen sie vorbei an der Wohnung von einem 87-jährigen Rentner in Berlin-Neukölln, der als Antwort eine Deutschlandfahne auf seinem Balkon hisste, was von dem Mob dann beantwortet wurde mit unter anderem Beschimpfungen, Mittelfingern und einem Böllerwurf. Hier haben wir ein kleines Video von dem Vorfall. Ich merke auch gerade die Satansfahne, die direkt danach vorbeizieht an der Wohnung von ihm. Hier haben wir sie nochmal. Hier kommt sie. Moment. Alter, als wenn sie es einem reinreiben wollen würden. Ne? Hey, wir sind übrigens die Bösen. Hey Leute, wir sind böse. Und jetzt werfen wir einen Böller auf einen Rentner. Dabei blieb es allerdings nicht. Sie haben auch Graffitis gesprüht in der darauf folgenden Nacht vor die Wohnung von dem Rentner. Auf denen stand unter anderem Nazis raus. Wir wissen, wo du wohnst. Hier wohnt ein Nazi im ersten Obergeschoss. Und auch Nazis töten. In anderen Worten, sie haben ihm angedroht, ihn zu töten. In derselben Wohnung wohnt auch seine demente Frau. Die haben jetzt ja ein wenig Sorge, dass ihnen etwas passieren könnte. Hier sehen wir erst einmal mal wieder schön, wieso der Stolzmonat so reingehauen hat und inshallah auch dieses Jahr so reinhauen wird. Sie hassen dieses für den normalen Menschen ja tief verwurzelte und geliebte Symbol. Sie hassen die Deutschlandflagge an sich. Sie hassen, dass sie steht für die alte Gesellschaftsordnung, die sie komplett beseitigen wollen und geben uns dieses Symbol damit einfach. Und ein Rentner mit einer Flagge konnte da für ziemliche Wellen sorgen, indem er einfach sie auf seinem Balkon gehisst hat und natürlich auch eine Publicity-Niederlage diesen Geisteskranken zufügen. Ich will hier auch, weil sie sich aufdrängt, die klassische Spiegelung anbringen. Man stelle sich vor, auf einer AfD-Demo, wo AfD-Leute demonstrieren gegen Migration oder so, hisst jemand auf seinem Balkon als Protest dagegen eine Regenbogenflagge. Daraufhin wird ein Böller auf diesen Typen geworfen und es gibt Drohgraffitis, auf denen unter anderem steht, keine Ahnung, du Schuchtel, du bist tot oder scheiß Kommis, Kommis umbringen, du Kommi bist tot. Ich glaube, das wäre Material für die Tagesschau. Ja, das wäre auch eine Sondersendung bei Maischberger oder so wert gewesen. Jetzt wird natürlich ermittelt und zwar nicht nur gegen die Böllerwerfer und Drohgraffiti-Sprüher, sondern auch gegen den Rentner selber. Und zwar aufgrund dessen, dass die Version der Fahne, die er da gezeigt hat mit dem Adler drauf, sehr ähnlich zumindest der
wie heißt die Bundesdienstflagge sieht, die eigentlich nur von Behörden, von offiziellen Behörden des deutschen Staates gezeigt werden darf. Das Ganze ist jetzt nochmal in Zweifel gezogen worden, ob das tatsächlich ähnlich genug sieht. Offenbar, keine Ahnung, ist das dann am Ende Auslegungssache, wie ähnlich darf sie dem sehen. Sie sieht nicht genau aus wie diese Flagge, sondern ist am Boden ein wenig zugespitzter und der Schwanz vom Adler sieht anders aus und so. Aber alleine, dass wir darüber reden, ne? Alleine, dass der Staat sich die Blöße gibt, dann gegen den Typen zu ermitteln und vor allem anderen, dass diese ja Anarcho-Kommunisten, ich habe auch Leute von der Couleur auf Twitter gesehen, die sich gerühmt haben, damit den Typ angezeigt zu haben, sich dann dazu herablassen, ihn anzuzeigen, weil er ein Hoheitszeichen verwendet hat, das ihm eigentlich nicht zusteht. Das sind ja alles Sachen, die dem Kern ihrer politischen Ideologie widerstreben. Ne? Sie sind ja der Meinung, diese Flagge ist Scheißdreck, diese Flagge sollte mit keinerlei Respekt behandelt werden und zeigen dann den Rentner an, weil er die Flagge durch das Zeigen als Nichtbehörde mit zu wenig Respekt behandelt hat. Da sehen wir mal wieder, diese Leute haben keine Prinzipien, solange es darum geht, einem Feind zu schaden. Wenn sie dich auserkoren haben als ihren Feind, wenn sie dich ja markiert haben als Feind, dann ist gegen dich alles cool, was dir ernsthaft schadet. Und gerade bei Lawfare, will ich hier mal als Punkt anbringen, könnte man sich davon eine Scheibe abschneiden. Natürlich nicht grenzenlos, aber wir haben ja gerade darüber geredet, die meisten Beleidigungen passieren angeblich gegen Grüne, die natürlich auch fleißig anzeigen und so geht das alles in der Statistik dann ein. Wenn der Gegner sich an keinerlei Prinzipien hält, dann bist du schlecht damit beraten, dich an deine eigenen so streng zu halten, dass du Dinge, die dein Gegner die ganze Zeit mit dir macht, mit ihm nicht machen kannst. Ne? Bei uns ist ja Anzeigen, Melden etc., weil wir häufig Opfer davon sind, oder unter anderem, weil wir häufig Opfer davon sind, eigentlich etwas Verpöntes, etwas Schwaches, etwas, was nur Mimosen machen. Man muss allerdings, denke ich, sehen, wenn wir konfrontiert sind mit Gegnern, die nicht nur sich an diese Prinzipien von uns nicht halten, sondern sich auf an gar keine Prinzipien halten, die sich kompletten Handlungsspielraum zugestehen, komplette Freiheit in ihren Handlungen gegen uns. Wenn man damit konfrontiert ist, dann muss man auch selber ein wenig flexibler werden. Damit meine ich, wie gesagt, nicht, dass man alle Prinzipien komplett aus dem Fenster schmeißen sollte, sondern dass, wenn wir zum Beispiel es zu tun haben mit so Leuten wie die Kaldent, also Leuten, die solche Mittel auch selber gern und oft einsetzen, wir durchaus auch mal eine Anzeige rausmelden können wegen irgendeinem garstigen Kommentar oder eine Meldung wegen irgendwas. Ne? Leute, die das selber machen, sollten auch selber so behandelt werden. Ansonsten schaffen wir eine Asymmetrie im Konflikt, die uns schadet. Ja, kleiner Funfact, die einzige Deutschlandflagge, die ich jemals besessen habe, war quasi dieselbe. Also genau die mit diesem Adler, der halt üblich ist für Flaggen, die du zuhauf in jedem Stadion siehst, bei jedem Public Viewing. Also ich war damals noch nicht der Einzige, der halt, ich fand die Deutschlandflagge einfach so, ich finde die Farben schon sehr, sehr schön, ne, aber war mir so ein bisschen langweilig. Dann habe ich halt die gesehen mit dem Adler, so geil, Alter, die nehme ich. Ja, hat ja auch ein bisschen was Martialisches, finde ich wunderschön. Das ist eine vollkommen normale Flagge, die er da gezeigt hat. Also, wenn das tatsächlich ein Vergehen wäre und eigentlich nicht erlaubt, dann hätte die Polizei aber allerhand zu tun bei jedem öffentlichen Event, wo es irgendwie um Fußball geht oder so. Es ist einfach lächerlich. Also es ist offensichtlich, warum da jetzt ermittelt wird. Ja? Ja. Um den Mob zufriedenzustellen, das Ding wird sowieso mit einem Freispruch enden, nehme ich an. Einfach weil, ob die der Flagge, die man nicht zeigen darf, jetzt ähnlich sieht oder nicht, ja, die Blöße will sich, glaube ich, auch unsere Justiz nicht geben. Den ja. Typen jetzt noch zu einer Zahlung von 800 Euro zu verdonnern, weil er eine Flagge gezeigt hat, die tausendfach schon gezeigt wurde bei irgendwelchen öffentlichen Events. Ja, während er dafür noch angegriffen wurde und bedroht wurde. Ne? Es wäre auch eine schöne Schlagzeile für News. Ich denke, wie gesagt, die wollen nur erstmal den Leuten signalisieren, ey, wir sind doch auf eurer Seite, wir ermitteln gegen den Rentner, ganz böse, dass er die Deutschland gezeigt hat. Den Mob zufriedenstellen. Exakt. Ihr erinnert euch an die Kalifats-Demo in Hamburg, vorletzte Woche war es, glaube ich. Es ist schwer, diese Schlagzeile zu finden. Ich wollte genau diese Schlagzeile haben. In der Regel sind die Schlagzeilen, das muss ab sofort strafbar sein oder so ähnlich. Aber die Schlagzeile in Zusammenhang mit dem 87-Jährigen, der da seine Flagge gezeigt hat, von Apollo News, die ist so wunderschön. Hamburg, keine Ermittlungen wegen Kalifats-Demo. Also das ist halt alles völlig in Ordnung. Gibt halt auch die Gesetzeslage so her, ja, aber gegen den Typen, der seine Deutschlandflagge gehisst hat auf dem Balkon, als die Schwachmaten da vorbeigezogen sind, gegen den wird natürlich ermittelt. Ja, dann habt ihr das auch nochmal hier schwarz auf weiß. 1a Bananenrepublik, vielen Dank. Ich habe das Argument, was die Kalifate oder das Kalifat angeht, gehört, dass das Kalifat bzw. die Scharia schon in Deutschland gilt, weil es ja Muslime gibt, die nach diesen Regeln leben. Ah ja. Nach derselben, wir müssen uns da gar keine Sorgen machen. Logik gibt es übrigens auch, beziehungsweise herrschen in Deutschland die Nürnberger Rassegesetze, weil es Leute gibt, die nach diesen Regeln leben. Ja, ich meine, nach denen gibt es alles, ne? Das ist so ähnlich wie, was auch immer gehört zu Deutschland. Der Islam gehört zu Deutschland. Ja, warum? Na, weil es hier Muslime gibt, alles klar. Dann gehört
mit Sicherheit jede Weltreligion zu Deutschland. Exakt. Ja, absolut erbärmlich. Das war's eigentlich auch schon von dem Rentner. Ja, ich hoffe, euch hat's Spaß gemacht. Ich fand's auf jeden Fall wieder sehr lustig. Und wir sehen uns dann spätestens nächsten Sonntag, wie immer live, bei der nächsten Honigwerbe. 18 Uhr, wie immer. Machst du einen Kaspercast am Donnerstag? Ja, höchstwahrscheinlich. Alles klar, Donnerstag auf Twitch Kaspercast. Ja, ansonsten bis dahin. Haut rein und macht's gut. Ciao, ciao.